Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind's wieder, Emilice. Diesmal mit, ach, diese HD-Kamera macht mich fertig. Ne? Man sieht jedes kleine abstehende Haar. Unglaublich, aber naja, darum soll's ja im Schwerpunkt nicht gehen. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, wie immer. In die Kommentare dann eure Asins. Zwei haben wir auf jeden Fall schon, die wir uns gleich angucken werden zusammen. Und dann machen wir alle durch, so wie immer. Und natürlich das Wichtigste, hier so Däumchen klicken. Ne? Das ist immer gut, wenn euch das gefällt. Dann lasst einfach einen Like da. Und natürlich Kanal abonnieren. Ja, das ist natürlich dann super einfach. Und das sollten wir einfach mal noch machen. Also Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann ist gut. So, ich habe hier drüben mein Fensterchen offen. Und da gehen wir auch schon direkt rein. So, Schere, Window, Amazone, Schere. Jawohl, guck, ich bin hier unten. Wenn ich an dem Weg bin, dann mache ich mich da weg. Ansonsten können wir schon loslegen. Das ist der erste Artikel und wir sehen schon, nein, es sind nicht Tonerpatronen. Das ist, wenn man einen Artikel mehrfach aufruft, ne, knallert Amazon da einfach alle Werbeplätze willkürlich voll. Ihr seht das hier mit Kaffee und keine Ahnung, was das ist. Auch gut, ne, man erkennt nicht mal, was es ist. Da muss man echt mal aufpassen mit seinen eigenen Ads. Also, was heißt seinen eigenen? Aber wenn man Ads schaltet, dass man irgendwas erkennen kann. Es geht natürlich um das Produkt hier. Ja, ne? Crimpzange für Aderenthülsen. Ja, 0,2 Quadratmillimeter bis 10 Quadratmillimeter. Das wird gleich ein Fest, sage ich euch. Elektriker, Elektroniker, Crimp-Tool selbst einstellen, Presszange, Elektrowerkzeug. Einiges drin auf jeden Fall. Erster Hinweis auf jeden Fall, meiner Meinung nach, selbst einstellen. Das kann man priorisieren und weiter vorne hinschreiben. Ja, gerade bei kurzen Titeldarstellungen sollte man machen. Afeld Elektro ist die Marke AF. Ich hätte es hier irgendwie drauf geschrieben auf den Griff. Ja, weil wir sehen schon, hier steht was drauf. Das hätte man dann auch hier drauf tun können, damit das der Kunde besser erkennt. Ja, so Hero Image Style nutzt die Möglichkeiten und die Flächen. Das ist zwar hier jetzt nur ein 3D-Rendering, aber schreibt da doch dann bitte irgendwas Zweckmäßiges drauf. Dann sieht das nach mehr aus. Ja, wo keine Marke draufsteht, denkt man, das ist kein Markenprodukt und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Thema. Wer jetzt denkt, wie sieht das bei AF aus, so ein Markenzeichen? Ne? Die haben hier ein cooles Markenzeichen, also es mangelt nicht daran. Dann sehen wir es nochmal in groß, ja, warum das Bild so klein und das so groß ist. Naja, weil man irgendwas falsch hinterlegt hat. Ne? Ich persönlich würde das cooler finden. Stell ich mal vor, hier ist lesbar die Marke drauf, irgendwie von bis, ne, die Millimeter, das Thema selbst einstellen noch. Das wäre schon cool. Ich habe keine Ahnung, was das Thema selbst einstellen angeht in dem Moment. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich sage, weiß ich nicht, werden wir aber gleich drüber sprechen, weil es gibt dann Suchen zu elektrische, automatische. Und da muss ich überlegen, ist die vielleicht quasi automatisch mehr oder weniger oder nicht? Danach haben sie statt einem Video einen schönen Bildablauf gemacht. Das finde ich per se erstmal gut, aber ganz ehrlich, da hättest du auch ein Bild für nehmen können und eine Kachel oben links, oben rechts, unten und dann das Ergebnis. Weil ich sehe, weil ich es nicht weiß, weil ich nicht weiß, was eine Aderenthülsen-Crimpzange ist, schneidet die das jetzt hier hinten ab? Ja, schneidet die es ab? Oder verpresst die das nur? Und dann wäre es natürlich schön, wenn ich das Ergebnis sehe. Ne? Also vorher, ja, wir können noch näher rangehen, vorher. Und hier fehlt das Nachherbild. Und dann macht es doch bitte in den 4x4-Bild, so wie wir es von Lego kennen oder vom Mango Max und all den coolen Produkten. Das wäre doch viel, viel einfacher, als das hier so kompliziert zu machen. Dann vier Bullet Points. Kurz, prägnant, grundsätzlich gut gemacht. Gehen wir auch ins Detail gleich rein, keine Angst. Aber es fehlt der fünfte Bullet Point. Und dann habe ich das Listing mal weiter angeguckt. Und heute Morgen jedenfalls kam hier nicht mehr viel. Fehlt die Beschreibung, hier fehlt die Brand Story, die Markengeschichte, hier fehlt EBC. Ist einfach nicht da. Ich habe keine Ahnung,
Wieso, weshalb, warum? Ist das im Werkzeugbereich jetzt was Neues? Kunden, die auch gesehen haben, gesehen, hier können wir draufklicken, das hier ist Werbung, da wollen wir jetzt natürlich nicht draufklicken. Gucken wir mal. Ja, die haben welche. Und sogar ohne Abstände dazu. Nee, hier sind Abstände, also ist noch der alte, nicht der neue. Und ja, was soll ich sagen? Guck, das ist dann das Ergebnis. Da wird irgendeine Quetschung vorgenommen, scheinbar. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Wie kann das sein? Na gut, es gibt eine Ader-Sechskant-Ader-Endhülsenzange. Ich glaube, die davor ist eine Vierkant. Ja, Vierkant oder wie auch immer man es dann nennt. Wir sehen das schon. Boah, das geht doch nicht. Ein Hauptinteraktionsmerkmal ist dann einfach nicht da. Und dann habe ich mir gedacht, für das Listing, da geben wir mal richtig Gas, da machen wir mal eine richtig schöne, eine tiefere Analyse. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Wir nehmen das Listing und benchmarken einfach das Listing gegen sich selbst, ja, beziehungsweise gegen den Markt. Und da gehen wir einmal rein in Shield. So, mache ich mal auf. Ne? Da gehen wir in den Bereich Listingbilder. Ne? Ich habe hier ein Projekt, einfach Mülleimer. Das ist so mein Mülleimer-Projekt. Da habe ich schon den Titel überführt. Ihr seht, das ist schon da. Schon ein paar Keywords hinterlegt. Das machen wir gleich. Den nehme ich erstmal weg. So, einfach mal kurz ausschalten, damit das jetzt nicht jetzt so schlimm aussieht. Und wir sehen schon, ne? Titelvorschau ist eh eins der coolsten Features beim Content-Schreiben. Ich frage mich, warum das die anderen Tools nicht haben. Natürlich ist diese Millimeter und so relativ wichtig, aber man kann halt überlegen, wo man es hinschreibt, ja, ob das so wichtig ist oder Crimpzange selbst einstellen und dann hier mal raus. Und wir sehen schon, oh, selbst einstellen für, ne, von bis geht zwar flöten, aber muss man überlegen, vielleicht braucht man das Ader-Endhülsen dann einfach nochmal ein Stück später. Und da kann natürlich jeder für sich entscheiden, was er als Schwerpunkt haben will, weil die Leute haben ja Ader-Endhülsen-Zange oder Crimpzange eingegeben und dann ist es vielleicht wichtiger zu wissen, selbst einstellen 0, bis und das ist viel wichtiger, als das irgendwie hinten rauszujagen. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe einfach, wir brauchen das jetzt nicht hier speichern. Ja. Bist du dir sicher? Natürlich. Ich bin dann in unsere Datenbank gegangen und habe dann einfach mal A der End Sternchen eingegeben. Alles zum Thema Ader-Endhülsen. Ja, alles da. Kann man sich natürlich in wichtige Begriffe öffnen und dann nochmal hier ganz viele Worte finden und ob die unisoliert sind oder isoliert, Crimpzangen, ob Presszangen und viele andere Sachen. Oder natürlich in den Entitäten direkt dann drüber gehen, ja, und sich angucken, habe ich die Synonyme alle drin für ein Kabel? Ah ja, ist die automatisch oder nicht? Ja, dieses Selbsteinstellend klingt für mich wie automatisch. Sollte man mit reinnehmen, ist für isolierte und unisolierte Kabel. Ja, ah, das ist ein Thema. Selbsteinstellende, ja, das ist eine andere Schreibart, die braucht man. Ihr seht schon, unisoliert, unisolierte, isoliert, isolierte für Flachstecker, irgendwas bei Elektrik. Es sind schon ein paar Themen dabei, ja, ist für die Isolierung, ja, für Hülsen oder Stoßverbinder, ja, ist Quadrat, weil es war ja 4 oder ist es dann nicht quadratisch, wie auch immer, das müsst ihr wissen. Aber auch diese ganzen Größen, ne, 0,25, das haben die in ihrem Listing gar nicht berücksichtigt, die ganzen verschiedenen Schreibarten, ja, wie gesucht wird. Die haben es natürlich akkurat hinterlegt mit dem Hoch 2, aber gesucht wird es so, ja, und von 0, 0,25 bis 10 oder 0,25 bis 10, die ganzen Zahlen dazwischen natürlich nicht vergessen, ja. Da muss natürlich drauf optimiert werden. Und das ist natürlich schön, wenn wir all die Worte nehmen, habe ich auf eine Liste gepackt, einfach in MLIs, wir haben ja unser eigenes Listentool und so, ja. Und wenn ihr die Listen aufmacht, kriegt ihr mittlerweile auch ein schönes Video dazu, wie was ist, was ihr euch da angucken könnt, damit ihr Insights bekommt. Und da oben seht ihr schon Ader End. Und die ziehen wir uns hier einfach mal rein, beziehungsweise ist schon drinne. Und dann wisst ihr ja, habt ihr die Möglichkeiten, hier noch Einstellungen zu machen. Und dann können wir mal gucken. Wir sehen ja drüben, was schon abgebildet ist. Und wir sehen, dass die Schreibart einfach massiv falsch ist. Ja, massiv falsch. Für einen Schrumpfschlauch. Ist es eine Abisolierzange oder nicht? Gerne wird es für Lautsprecher und Lautsprecherkabel benutzt. Knipex ist eine Marke, klar, das sollte man dann wissen. Aber was man damit macht, ja, am Flachstecker, am Stromkabel, es ist eine Ader-Endhülsenzange.
Krimzange für alle. Das Wort fehlt. Ne? Ich habe mir auch die Bullet Points rausgenommen, habe einfach alle in einen kopiert. Beschreibung ist nicht da, haben wir schon drüber gesprochen. Klar, da ist jetzt einfach noch irgendwas drin und Suchbegriffe sind keine da gewesen. Ich habe mich jetzt nicht extra ans Listing drangehangen, um die noch zu kriegen, aber wir sehen, ist es für Quetschverbinder? Fragezeichen. Ist es eine Krimperzange? Ja, nennt man das vielleicht so für Stoßverbinder und Kabelbrücken? Ist es genau das, was man macht? Dann schreibt es doch bitte hin. Ist es ein Krimzangen-Set? Würde ich jetzt nicht sagen. Ist eine Mehrzahl, kann man trotzdem mit reinnehmen. Ne? Das Thema Isolieren, Isolierung, Krimzange anders geschrieben, Aderenthülsenzange, haben wir schon drüber gesprochen. Quetschzange wird es auch genannt. Das fehlt hier einfach alles und du kriegst es hier ja geschenkt. Ja, wir schenken es euch ja. WIHA ist eine Marke, muss man wissen. Eine Klemmzange auch vergessen. Ja? Und es ist für die Aderenthülse. Ja, Einzahl, Mehrzahl, sauber hinterlegen, Clauke ist eine Marke. Aber ich glaube, ihr wisst sofort, was ich meine. Und ansonsten können wir natürlich über die Häufigkeiten reingehen, ne? Absolut oder effizient, gucken, welche Phrasen fehlen oder welche Worte fehlen, die Abmaße, je nachdem, wie sie geschrieben und genannt werden. Alles ist da. Ja? Alles ist da. Warum wird es dann nicht ins Listing überführt? Ja? Echt ärgerlich. Das ist ein richtiges Thema, wo man wirklich ran muss, wo man richtig, richtig viel an diesem einen Produkt machen kann, was natürlich auch für andere Produkte anzuwenden ist. Ja, moin, dir fehlen Asins, da kann ich helfen. Ja, vielen, vielen Dank. Und dann gucken wir uns schon die zweite Asin an. Ja, die ist schon eingereicht worden. Und dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ist dieselbe Marke? Ja, VDE Schraubdreher. Und ich dachte tatsächlich, das ist hier alles japanisch drauf. Bis ich das dann mal groß gemacht habe und dann erst erkannt habe, oh mein Gott, das sind GS-Siegel und AF ist die Marke. Das muss man besser lösen. Das muss man für einen First Image auf Amazon bitte besser lösen. Sichtbar, lesbar, mal umgedreht. Hauptsache, der Kunde erkennt es. Ja, das ist ja auch ein Thema VDE. Diese ganze Sicherheitsprüfung, die sind super, super wichtig bei dem Thema. Und Schraubendreher-Set ist völlig in Ordnung. Ne? Sechsteilig, dreimal Kreuz, dreimal Schlitz. Das kann man kürzer fassen. Und drei Kreuz, drei Schlitz bis 1000. Ja, einfach wegen dem Titelthema und magnetisch. Ja, und dann nehmen wir die langen Sachen hinten ran. Können wir uns gerne einmal nochmal angucken. Im Tool direkt machen wir genauso wieder wie gerade eben. Ich weiß, ihr seht es gerade nicht. Ich wechsle gleich rüber. Keine Angst. So, ich will nur einmal schon speichern, mir das hier vorbereiten, damit wir das gleich sauber sehen können. So, passt auf. Also, es geht quasi darum, dass wir schön sagen können, den Titel. Also, ich bin jetzt ein Fan von, bin ich ja schon immer, dass wir so lang geschriebene Synonyme ruhig nach hinten setzen, na, und schreiben hier wirklich dreimal Kreuz. Und dreimal PH heißt es eigentlich, aber Schlitz verstehen die meisten auch. Drei Schlitz isoliert bis. Ja, isoliert, guck mal, wie gut der Titel plötzlich aussieht in der mobilen Ansicht. Ja. Das Wichtige vorne. Vielleicht würde ich sogar magnetisch hier vorne hinsetzen, weil kann tatsächlich ein relevanter Punkt sein. Ja. Und für wen das ist, Elektriker, Elektroniker, Industrie, Hobby, Heimwerker, ja, packe das hinten hin. Das ist völlig in Ordnung. Und eine Baustelle, Kreuzschau, hier, das hier hinten, das ist Füllmaterial. Ja. Könntest den Titel halt auch wirklich so schreiben, ganz kurz und sauber. Der Rest ist Füllmaterial hinten dran. Ja, nicht wundern, warum das jetzt auch immer nicht speichert, ist jetzt erstmal egal. Ihr wisst, was ich meine, ja? Und das macht natürlich dann viel mehr Spaß in der Arbeit und das hilft natürlich sofort. So, schmeißen wir uns wieder ins Listing rein, weil da gibt es ein paar Funny Facts, die man unbedingt berücksichtigen sollte, beziehungsweise was man echt nicht verschenken sollte. Und fangen wir mal mit den Bildern an. Guckt euch das an, schönes Bild, ne? Struktur oben, unten, aber unten steht nichts drin. Wofür ist der Kasten da? Der Kasten nimmt die ganze Sicht, ne? Die Schraubendreher sind alle auch nach links unten gerichtet. Du guckst völlig in die falsche Richtung, ja? Buybox ist unten und so. Das muss anders positioniert werden. Dafür kannst du die Maße besser lesen, ja, für einen normalen Rechtshänder, die dann nach links gucken. Aber warum das rote Kästchen? Ja? Weil in den restlichen Bildern ist es nicht, sondern das Text drin. Lesen wir mal den Text. Ergonomischer Griff ist okay. Mehr Komponentengriff, Softgriff, okay, verstanden. Bequemer halt beim Schrauben, verstehe ich. Rollt nicht weg. Was macht das Rollt nicht weg hier? Eigentlich müsste hier stehen, man kommt auch an tiefere Stellen wegen diesem vorderen langen Kopf mit schmaleren Schaft.
Titel, Textschere, Katastrophe. Wieso? Ja? Und rollt nicht weg. Ich habe da schon mal eine ganze Marke mit Hops genommen. Spätestens die zwei Längen hier rollen wieder. Also rollt nicht weg. Geht es hier um den Sechskant hier außen drum. Das ist ja nicht, dass er wegrollt oder nicht wegrollt. Dafür ist es gar nicht da. Sondern wenn du den Schraubendreher hältst, kannst du mit einem Maulschlüssel oder sogar mit einem Ringmaulschlüssel, einer Ratsche, was auch immer, mehr Grip draufbringen und mehr Bewegung, mehr Druck draufbringen. Das ist eigentlich nicht nur eine Wegroll, sondern tatsächlich auch eine Verstärkungsfunktion. Wenn aber der Schaft so lang ist, dass das Produkt hier oben auf dem dickesten Bereich aufliegt, sind die Ecken der Wegrollfunktion nicht mehr gegeben und das Ding rollt einfach weg. Glaubt es mir einfach, ich habe schon mal ein Video über Schraubendreher gemacht, da habe ich das schon mal erklärt. Dann kommen wir in den Bereich, das ist Chaos. Chaosbild, ich weiß gar nicht, was ist da los. Jetzt kommt schon wieder ergonomischer Griff, mehr Komponentengriff, bequemer halt beim Schrauben, rollt nicht weg. Ja, wollt ihr mich verarschen? Da verschwende ich doch nicht zwei Bilder für. Hier sind doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieso 7? Naja, okay, wir wissen, es sind 6 der wichtigsten Schraubenschlüsselaufsätze. Ah ja, das kommt dann in einem späteren Bild. 6 der meistbenötigten Schlitz- und Kreuzschraubendreher. Material Chrom, Vanadium. Was bringt mir das Chrom, Vanadium? Wo ist das Thema magnetisch? Warum sind hier keine großen Icons? Dann kommt das hier, isolierter Schaft für Arbeiten an Spannung bis 1000 Volt. Das hätte man auch hier schreiben können, weil die arbeiten an Strom. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und das beste Bild ist das letzte Bild. Isoliert, fehlt halt 1000 Volt, ergonomischer Softgriff, Loch im Griff zum Aufhängen. Hat man noch nicht einmal wirklich gesehen. Also gesehen schon, aber ohne einen Hinweis dazu. Magnetische Spitzen, geil. Chromvanadium, geil. Rollt nicht weg. Naja, in Anführungszeichen. Und es kann doch nicht sein. Guckt sich niemand dieses Listing an. Und das ärgert mich massiv. Ja. Kopfausführung Schlitz ist falsch. Es ist ein sechsteiliges Kreuz- und Schlitz-Set. Das muss man dann anders füllen. Auch wieder nur 4 Bullet Points. Die sind wirklich gut. Ne? Da braucht man nichts sagen. Die sind gut gemacht, sauber konzeptioniert. Ist halt sinnlos, wenn man dann hier Schraubendreher und hier nochmal hat. Dann hättest du hier Schraubenzieher schrauben können oder ein anderes Wort. Und hier dann wirklich die kürzere Version nehmen können. Oder halt dort. Und wenn wir dann durchscrollen, merken wir schon wieder keine Brand-Story, ja, Kopfprofil falsch gepflegt. Dafür dann endlich EBC. Das ist gut und das ist schlecht. Warum? Naja, hier ist erstmal der schmale Schaft super gut erklärt. Das Bild ist super. Ja. Aber warum hat man das nicht hier mit benutzt? Das Problem ist doch immer, sobald wir in der mobilen Ansicht sind, wissen wir, es gibt die Swiper und die Scroller. Es gibt Leute, die nur mit diesen Bildern arbeiten und daran ihre Entscheidung treffen. Und es gibt die Leute, die das hier sehen, wahrnehmen. Und das Erste, ne, wer immer sagt, Bewertungen sind so wichtig, das Erste, was weg ist, sind Bewertungen. Also sobald man ein Stück scrollt, scrollen wir mal 1, 2, 3 Bullet Points, wer noch aufmacht, mehr, 4. 5 und jetzt kommen wieder die Bilder, die oben schon da waren. 6, jetzt ist es kaum noch erkennbar. 7, 8 und hier keine Inhalte, keine Profilansicht von vorne. 9, oh, was jetzt? Jetzt bin ich falsch, schnell weg. Viel zu viel Text, schnell weg. 10, ah, okay, das ist gut gemacht. 11, oh, das ist gut gemacht, Bildtext, kurz und knapp. 12, oh, was ist jetzt los? Und 13. Das Listing ist 13 Scrollvorgänge lang und holt dann ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr ab. Ich will, nein, EBC ist nicht E-Book-Content. Ich will nicht lesen müssen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wer das gerade verpasst hat, wie man in die mobile Ansicht kommt, machen wir das nochmal ganz langsam. Ja, also Standardansicht, Rechtsklick. Und Inspect ist es zum Beispiel bei Chrome, kannst du hier oben dann noch verschiedene Phones eintippen, kannst dann hier drauf drücken und kannst dir natürlich nicht nur die Seite angucken, sondern auch die Suche. Ja, dann sieht man auch mal den Titel hier, dass wirklich Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher ausgeschrieben ist, Kreuz und Schlitz, magnetisch, VDE bis 1000 Volt, Softgrip. Da gibt es, glaube ich, mehr Themen, wie man das lösen kann. Und ein schönes Bild hier einfach einzusetzen.
wie die aufgehängt schön an der Wand sind, mit den Längen dazu, hast du automatisch das Thema mit Aufhängung, könntest hier reinschreiben und hast die automatisch direkt richtig im Zusammenhang dargestellt. Ja, das soll es zum Einstand sein und dann lasst uns mal reingehen. Natürlich immer Kommentare und so weiter direkt reinschreiben. Ich glaube, wir fangen an mit einer ISBN, gar nicht mit einer ASIN, mit 3000. 78, nee, 728. 728. Wenn das ein Buch ist, dann wird es natürlich lustig. Dazu können wir nicht so viel sagen, weil der Buchmarkt natürlich nochmal ein ganz anderes Thema ist. Ach, die liebe Saskia. Saskia war Moderatorin auf einem mega coolen Event. Boah, waren es die Digital Days vom Jens Armbrecht im Kinosaal, wo sie vorher alle zu Mos T ins Aufnahmestudio sind und so. Da habe ich Darth Vader Lego-Festung bekommen und so ein paar coole Sachen als Speaker. Das war richtig cool. So, also Moderation schreiben für Webmeetings und digitale Events. Das ist, also braucht man das? Ja, unbedingt, weil man kennt das vielleicht. Du bist so Moderator und dann kommt ein Speaker und den kennst du nicht und dann sagst du, ja, und der eBay-Profi Christian Kelm. Es gibt halt nichts Lustigeres, wenn sowas schief geht. Rhetorik und Kommunikation für alle Businessbühnen mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sowas ist ein mega geiles Thema. Ich habe sowas schon mal für Hochzeitsreden und Ähnliches gehabt. Buchcover ist Pflicht, auch der Titel, da kannst du meistens nicht viel machen. Schritt-für-Schritt-Anleitung mit vielen Beispielen, Bonus, so schreibst du packende Intros für Präsentationen, alles gut. Ich persönlich mag diese Farbklarheit nicht. Mir sind die Komplementärfarben bei Buchcovern lieber. Also, was ist das? Rot, Grün, Orange, Violett und boah, Blau. Es gibt eine Komplementärfarbe zu Blau. Weil es sonst zu einheitlich wirkt und keine wirklichen punktuellen Schwerpunkte gesetzt werden können. Ne? Du hast hier den Wechsel der Schreibart, aber gut, das ist eine reine Geschmackssache. Mal sehen, ob Blick ins Buch ist nicht hinterlegt, soweit wie ich sehe. Ne? Man macht meistens eine Short Slide, was ist wirklich drinne. Und dann muss aber relativ zügig auch wirklich das Buch einmal kommen, damit man ungefähr weiß, wie ist das geschrieben. Ja? Großer Text, kleiner Text, lesbarer Text. Das fehlt mir hier komplett. Das ist bei einem Buch meiner Meinung nach super wichtig. Ist es ein Bilderbuch? Ist es ein Zitatebuch? Ist es eher ein Fachbuch? Ihr kennt ja mein Buch. Ja, und mir fehlt hier tatsächlich, gehen wir auf die Kindle, der Blick ins Buch fehlt mir. Ja, eigentlich kann man einen Blick ins Buch hinterlegen, wo man dann so die Gliederung sieht und durch die Seiten gehen kann. Dann ist kein richtiger EBC hinterlegt. Bei Büchern kannst du eine Beschreibung so setzen. Das ist richtig. Ne? Kannst du dick, kannst du dünn machen. Aber bei einem guten Buch ist halt wirklich Bildcontent hinterlegt. Ja, wirklich, da kann man richtig schön große Bilder, Texte, Bilder, Texte. Bei Steffen Hensler ist mittlerweile sogar ein Video mit oben drüber. Damit kann man arbeiten. Genau, Autorenpages angelegt. Das wäre so das andere. Und dann natürlich, hier geht mehr. In Summe kannst du so ein Buch immer in drei Kategorien setzen, pro Version. Wir haben zwei Versionen. Das heißt, hier bitte unbedingt insgesamt sechs verschiedene. Auch hier ist er. Also sehr witzig. Hier hat jemand was ungünstig hinterlegt. Hier haben wir eins, zwei, drei. Sehr gut. PR und so weiter ist drin. Schön, ordentlich. Bisschen zu viel Text, aber gut gemacht. Und hier ist der nicht überführt. Das mal unbedingt noch zusammenlegen. Und dann kann man damit arbeiten. Natürlich. Keywords kann man hinterlegen, da muss man einfach aufpassen, nach was wird gesucht, in welche Richtung wird gesucht. Und dann kann man da noch mal ein bisschen tiefer gehen, was die Leute hören wollen. Leider muss man sagen, das Hauptproblem bei solchen Sachen sind die, genau, Rhetorik, Moderation, Schreiben, Mietig, positive Rhetorik, sowas ist dann drinne. Das Problem ist, wenn du diese Recherche machst, wenn es den Buchtitel schon gibt, kannst du den meistens nicht mehr ändern. Das ist ärgerlich bei Büchern. Ihr wisst, ich habe selber ein Buch auf Amazon. Ich kenne die Probleme. Das ist mir persönlich zu blau, zu einheitlich. Aber das ist ein persönliches Thema. Seitenzahl weiß ich nicht, ob man das unbedingt hier noch jetzt wissen muss. Schritt-für-Schritt-Anleitung ist ein gern gesehenes Thema. Vielleicht vorne schon Schritt-für-Schritt schreiben, Moderation schreiben, Schritt-für-Schritt für Events, Bühne, damit der Kunde schon weiß, was ihn erwartet. Ihn erwartet eine Anleitung, ne? Anleitung, Schritt für Schritt, Schritt, Beispiele, Schritt, Beispiele. Aber Blick ins Buch ist absolut Pflicht. Es scheint, nee, kurz ist es nicht. Oh, das ist ein mega Fail.
Ich dachte jetzt, okay, das hat nur 25 Seiten. Das hat mehr. Also wie viel kriegen wir? Ich muss jetzt mal suchen. Warum ist das nicht da? Ah, hier, 91 Seiten. Genau, das ist ja eine Standardvorgabe, die bei Amazon mit reinläuft. Alle Details anzeigen. Mir fehlt der Blick ins Buch. Wir können hier mal gucken, dass ja Kunden haben gesehen. So, hier ist auch nicht. Muss ich mal bei mir drauf gehen. Also ich war mir sicher, es gibt einen Blick ins Buch bei Büchern. So, der Herr Kelm. So, oder haben wir das hier nur hinterlegt, einfach die Buchseiten? Meiner Meinung nach gab es aber auch immer einen Blick ins Buch. Ach hier, erste Seiten. Ah, das kann sein, dass ich jetzt falsch. Oh ja, hier. Da ist einiges drin, dass ich einfach nur falsch abgebogen bin. Aus Mangel an Kenntnis. Gucken wir uns kurz an. Wo sind wir jetzt gelandet? Nein! Nein! So, schaffen wir. Wir finden das. So, wir haben es wieder gefunden. Also wir haben draufgeklickt und dann, aha, Ansicht anpassen. Groß und klein. Okay, die Amazon Ember-Schrift. Nee, hier ist nichts. Ah ja, was. Profi-Tipps, aber ich kann es nicht anklicken. Aber hier finde ich dann erst die Sachen. Ist natürlich für den normalen Amazon-Nutzer vielleicht eher ungewohnt. Und hier kann ich gar nicht draufklicken. Da, ach, da ist er doch. Blick ins Buch. Sehe das. Der Kelm ist manchmal ein bisschen tüdelig und doof. So, zu lange nicht mehr bei Büchern gewesen. Genau, komplettes Intro, hoffentlich nicht das ganze Buch hinterlegt. Die Saskia ist da. Jawohl, sehr gut. Genau, okay, hier fehlen jetzt die Seiten und mal so wirklich ein Schriftbeispiel, ein, zwei Stück. Aber ansonsten kein Thema. Schön gemacht, sieht gut aus. Ein paar Themen muss man halt gucken, dass das hier wirklich links und rechts korrekt verlinkt ist mit beiden, dass der Content gleich ist und die Leute abgeholt werden. Saskia, sehr schön. So. Ja, Ines, natürlich sind wir dabei, ne? So, next. Alexander Hauptmann Bayer. Wehe, du schickst mir das Tupper-Zubehör. Bob. Geil, die Asen heißt Bob 4NN. Ich warte ja immer noch auf so richtig coole Asen. Ich habe manchmal gesucht nach so mit Kelm drin und so. Und die Asen würde ich dann gerne kaufen wollen. Irgendwie bin ich in der Blase gelandet. Ja, er schickt mir wirklich die Thermomix an. Also, Bild natürlich gegen die Vorgaben. Trotzdem cool gemacht. Leider nicht alles lesbar. Ne? Das sind die Rollbretter. Wer das nicht weiß, gibt es einen kleinen, die gibt es einen groß, damit man den Thermomix besser hin und her schieben kann. Der ist halt schwer, der hat seine Saugnäpfchen und schon cool. Wichtig ist hier genau Thermomix, Alternative, Themen 6 und 5, weil das sind die zwei, mit denen es passt. Thermomix-Zubehör zum Schutz Ihrer Thermomix-Waage. Ja, warum ist das so? Also die Waage ist geeicht und durch viel hin und her bewegen und aufschlagen und verrütteln und so kann die Schaden nehmen. Es ist aber auch ein schönes Bequemlichkeitsthema, das Ding hier wirklich Rollen zu haben. Ja. Wichtigste Frage ist eigentlich, ist nur eins oder sind es zwei? Es sieht mir aus wie eins. Was man dann hinten dran macht. Ah ja, okay. Dann sind es quasi nur anzubringende, ja, zu kleben, zu stecken. Das ist das Erste, was mich jetzt frage. Genau, wie ein Kleidbrett, nur kleiner. Genau. Die Alternativen zum normalen Rollbrett. Genau, das habe ich ja gerade erzählt. Sind unsichtbar, kann cool sein, spart Höhe, ist auch ein Thema, spart auf jeden Fall Höhe beim Unterschieben. Genau, habe ich gesagt, genau, getestet, entwickelt in Deutschland, getestete Qualität, ja gut, was heißt das? Wie lange kann man das rollen oder sind die oder was auch immer? Das sind so Bullet Points, ihr wisst ihr selber, ich hasse es wie die Pest. Entwickelt in Deutschland ist natürlich cool, stabiler Kunststoff, weiche Rollen, aber. Wird er geklebt, geschraubt, gebohrt, vernietet, genagelt? Das fehlt hier komplett. Komplett? Kein Rückseitenbild? So. Jeder, der das nicht weiß, Amazon hat einen eigenen Amazon Videobilder, sorry, nicht Listingbilder, für Ads. Aber die Videos kannst du halt auch weiter benutzen. So clever. Ja? Also Hack des Tages geht auf Amazon Ads Konsole. Dort gibt es ein Videobilder und das ist so geil. Damit kannst du richtig coole Sachen machen, Farben, Schriften, Texte, Einblendungen und das kannst du halt auch bei deinem Produkt hochladen. Ah, da war's. Hab das gesehen. Das ist Alex, schreib es uns mal rein, wenn ich mich
wenn ich falsch liege, aber das ist der Videobilder von Amazon und dann einfach genial hinterlegt. Schönes Listing, spitze Zielgruppe. Ah, hier ist das andere. Ach, jetzt verkauft ihr es als Set. Okay, und noch ein Schwarz. Den Löffel hier, den gibt es halt nochmal einzeln. Ja, und der ist genau dafür gemacht, dass man um den Knethaken und Pürierhaken und so weiter drumherum kommt. Das Ding ist auch mega geil. Aber okay, darum soll es ja gar nicht gehen. Ne? Ihr seht schon, Litfield, noch andere Farben da und so weiter. So, Thermomix-Set, ja genau. Richtige Kategorie. Oh mein Gott. Oh, auch für den alten TM31. Okay, das stand da nirgendwo. Oder nee, ich bin falsch abgebogen, mein Fehler. Wir müssen natürlich wieder aufs richtige Listing zurück und gehen dann nochmal nach unten. Ja, nee, vergesst es. Bloß nicht. Das ist A-Plus-Content des Todes. Ich habe gesehen, ein Mittelteil war sehr gut ausgenutzt. Super gut, da einfach den Textblock weggelassen. Das ist vorbildlich gelöst. Hier seht ihr, ne? Bilder, Bilder, Bilder. Und da kommt der A-Plus. Es ist zu viel Text. Da brauchen wir nicht drüber reden. Habe jetzt irgendwas falsch gemacht. Seht, wenn es blau wird, dann habe ich irgendwas getan. So, hier, vergesst es. Nein, no way. Weg damit. Das hier unten ist geil. Ne? Hier unten ist eigentlich noch ein Textblock zum drunter sehen, setzen. Aber so macht man das. Mit Anleitung, Folie entfernen, positionieren, klein und unauffällig, Rollen statt klein. Ist für mich auch wieder ein Viererbild. Ganz oben, ne? Ein zweimal geteiltes Bild mit genau diesen vier Sachen. Nicht jeder scrollt nach unten. Und das ist ja tödlich. Was soll das denn? Was soll das sein? No way. Also die Anleitung noch hinschreiben, klar. Genau, Upsell. Ja, gut gemacht. Weil du willst das dazu verkaufen, richtig verstanden. Der ist ja auf dem Listing schon. Soll er ruhig kaufen, soll er mitnehmen, alles gut. Aber er soll jetzt ein zusätzliches Produkt kaufen. Sehr gut gemacht. Direkt die Produktpalette in Breite angeboten. Richtig. Aber da kannst du auch eine Zeile nehmen. Ne? TM31, 5 und 6, weil sind alle dafür. Spart euch hier Platz. Schmeißt so viele Zeilen weg, wie geht. BCA frei, wenn dann das abholt. Okay. Hier, das braucht auch kein Mensch. Weg damit. Ja, guck mal, das steht doch alles schon im Titel drin, den man ja selber schreibt. Und ihr wisst hoffentlich, man kann hier ein eigenes Bild hinterlegen, eigenen Titel und macht das hier alles weg. Was da schon steht, musst du hier nicht nochmal wiederholen. Gut gemacht, das ist katastrophal, brauchen wir nicht drüber sprechen. Die Anleitung ist ja wie die, weg damit, weg. Brauchen wir nicht. Gut gemacht. Schönes Listing. Schönes Produkt auch. Ich habe selber ja einen Thermomix. Also nein, meine Ex-Frau hat den. Und das ist ein schönes Produkt auf jeden Fall. Ob man jetzt, nee, man darf das auf jeden Fall nicht auf 23 setzen, ganz klare Geschichte. Prüfengel, ne, mit diesen Testdingern, da muss man immer aufpassen, aber ihr seht schon, da ist der Link drauf, das muss so sein, da ist die Lizenznummer drauf, das muss so sein. Und ja, es gehört nicht aufs erste Bild, aber es ist halt gut gemacht, sehr gut gemacht. Ansonsten wäre das auch ein sehr gutes erstes Bild und da kann man dann halt drüber diskutieren. Ach so, sorry, ich Idiot. Nee, nicht ich Idiot. Also ich hätte so ein Viererbild nochmal gemacht, weil guck mal, das ist ja schon da. Die sind ja hier. Ich hätte gerne noch so ein Viererbild mit der Anbringung. Ja? Das, was wir hier unten gesehen haben, Folie abziehen, dran kleben, rollen. Ja, hier, die vier. Das ist super. Super geiles Listing. Ne? Du hast den Vorteil natürlich, Thermomix bzw. Vorwerk selber treten ja am Marktplatz nicht auf. Und dann ist man natürlich schon gut unterwegs. Hier ist es wichtig, im Advertising und Ähnlichem drauf zu achten. Es gibt mittlerweile Copy-Produkte, es gibt die großen Bretter und dann musst du natürlich mit deiner kleinen Lösung hier, die haben wir den Slider, genau, den gibt es auch, darauf Ads schalten, Produktausrichtungs-Ads zu allen möglichen Zubehörbereichen rund um den Thermomix. Das ist dann natürlich ein sauberes Thema. Coole Sache, Alex. So. Moinsen Facebook-User. Ja, schauen wir mal rein hier. Ne? Machen wir da eine BO7, B07 natürlich, ich weiß. Pretty. PRTY. NN3. So, Schimmel und Pilze in Minuten. Also ihr seht schon, die Ads sind. Ach du Scheiße. Also nicht falsch verstehen, ich erkenne es noch nicht. Bitte dringend GS1 Hero Images beschäftigen. Bitte dringend. Jugendweihe Party Deko Set. Tischdeko mit Servietten. Es steht nicht da, wie viel ich bekomme. Zack, 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 was ich bekomme. Serviettenstreudeko ist nicht getrennt irgendwie, dass man erkennt, um was es hier geht. Wie viel teile ich? Jugendweihe auch so schlecht draufgeschrieben, dass man es nicht erkennt.
Also man erkennt ja nichts. Ne? So erkenne ich schon nichts und auf dem Bild davor habe ich nichts erkannt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Will jemand Masse zeigen? Ja, es sind scheinbar sechs Einladungskarten. Ja, dann wäre es besser. Eine, etwas größer, sechs Stück. Ne, es sind zwölf. Zwölf Einladungskarten. Zwei Wimpelreihen, ein was auch immer und Konfetti. Und noch Absperrband. Also dann wäre es besser, die übereinander zu legen zweimal. Die eine abbilden zwölfmal, was immer das ist. Wir wollen es mal rausfinden. Streudeko ist in der Mitte, Hängedeko ist das. Girlande ist immer noch das. Wimpel ist immer noch das. Flatterband sollte vielleicht das sein. Jugendfeierfeste feiern. Was ist das? Ach, das sind die Servietten. Oh mein Gott. Boah, Hölle, Hölle, Hölle. Du kannst ja nicht zehnmal schreiben, Streudeko, Konfetti, Hängedeko, Girlande, Wimpel, Flatterband. Am Ende ist das alles dasselbe beschrieben. Und die Einladungskarten hier, die sind gar nicht. Nee. Also Servietten sind wir uns einig, das müsste das sein. Streudeko, Konfetti ist das. Hängedeko, Wimpel, Flatterband ist das und das. Was ist das? Ich kriege hier zwölfmal noch irgendwas dazu. Katastrophe. Da haben wir unseren Wimpel. 15 Wimpel. Ach, es sind einzelne Wimpel. Ich dachte, es ist eine Girlande. Nee, es sind 10 Meter mit 15. Ist nicht wie beim Fußball. Irgendwie so 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es sind 12. 20 Servietten, bitte, dann schreib es doch auf die Serviette drauf. 33 mal 33, hier steht 16,5. Das ist doch Bullshit. Außer man kann sie noch aufklappen. So, das ist das Streukonfetti. Weiße Tauben, ah ja, okay, man erkennt es nicht. Dann legt doch bitte eine große Taube daneben. Gold, Silber, Dots, das sind Pünktchen, okay. Runde Plättchen, 2,5 mal 2,5 Zentimeter. Wir wissen doch, genau, und was ist jetzt das? Es steht einfach nicht da. Ach, wartet, oh mein Gott. Das hier oben, was da lang läuft und hier unten soll das Absperrband sein. Oh mein Gott. 15 Meter Absperrband. Das ist Absperrband hier oben. Sind keine Einladungen. Und das ist eine 15er Wimpel. 10 Meter 15 Wimpel. Das sind x viele Servietten. 20. Oh, das ist hart. Dann nimm doch das Absperrband hier weg und schreib hier groß drauf Meteranzahl. Fertig. Das macht ja alle. Ich dachte jetzt, ich kriege richtig viel und am Ende kriege ich quasi wenig, sehr wenig. Endlich Erwachsene, genau, Saurus lassen, no limits zu diesem einmaligen Termin. Jawohl, wichtig ist, Jugendweihe ist ja mit 14, glaube ich. Das heißt, du musst 2009 Geborene oder Jugendweihe 2023, also die richtigen Jahre mit reinlegen. Wir haben dann einen schönen Post letztens erst dazu gemacht. Ob an der Wand, Türrahmen, Fenster, von Lampe zu Lampe mit irgendeiner Kordel, genau. Stimmt, diese Befestigungsthemen sind nirgendwo dargestellt. Ne? Hier ist eine Wimpelkette, aber ich sehe nicht, hat die rechts und links Überhang? Ja, bei den 10 Metern sind da irgendwelche Ösen dran oder nicht? 500 Streuteile, 20 Servietten, boah, weißt du, wie viel das wäre? Hier schreibt das dann hin, saugfähig mit ausgelegt 33, 33. Absperrband 7,5, ja gut, als Leitlinie zur Party, Buffet, Begrenzung, das ist schon geil. Das ist cool. Bullet Points, schön. Also es ist halt, es ist genau so, wie man es für so ein Produkt erwartet. Jawohl, so muss das hier. Ich hoffe, jeweils sind die Brand Stories hier verlinkt mit den jeweiligen Brand Tags, damit man die Brand Story auch messen kann. Das macht keinen Sinn hier oben. Warum ist da so ein kleines Logo-Icon? Bitte immer dieselben Bannergrößen benutzen. So, aber das habe ich doch alles schon. Warum soll ich das jetzt nochmal kaufen? Denk da bitte gerade dran, das ist ein neues Produkt, kauf es hinzu. Das hast du schon, das hast du schon, das hast du schon, das hast du schon. Oder hat er das? Oder ist das was anderes? Ah nee, da ist das Ding mit dabei. Das sind Einladungskarten. Das, also ich würde hier nur Sachen dazu packen, die bei dem, was er da hat, fehlen. Ja, und das Zukaufen
Ja, wobei ist okay. Also dann mach lieber eine Vergleichstabelle mit Dingen, die noch fehlen, und eine Vergleichstabelle mit Dingen, die man noch dazu kaufen kann. Ja, das würde natürlich absolut, absolut Sinn machen. Ja, ansonsten schön gemacht. Bild 1 sorgt für die maximale Verwirrung. Hat jetzt super lange gebraucht, bis wir das verstanden haben. Wenn ich so lange brauche, das zu verstehen, dann versetzt euch in den Kunden rein. Dann wird es meistens etwas ähnlich ablaufen. So, Partien. Hat er auch noch Glück gehabt mit der, guck mal, das ist Party-Zubehör und er hat auch noch Party drinne. Das ist geil. Das muss man erstmal schaffen. So, Dynamite Studios. Bob, schon wieder. Hatten wir ja gerade schon. Bob. FVL, Fable. FVL. XMYD. Usain Bolt. Oh, Zickzack, wer gewinnt, wer verliert. Was ist das? Ein App-Spiel? Hier, guckt euch das an. Das Trinkspiel mit App. Viel zu klein. Das muss viel größer. Wer gewinnt, wer gewinnt, verliert. Das Trinkspiel mit App, Partyspiel. Mehr als 1000 Aufgaben, Brettspiel, Geschenkidee. Ist ja kein Brettspiel. Ich denke, es ist ein App-Spiel. Was nun? Verstehe ich nicht. 1000 Aufgaben ist super wichtig. Einige Spiele werden so öde langweilig, das ist der Horror. Hier ist, glaube ich, noch Platz, buchstabentechnisch. Das Trinkspiel mit App. Das wusste ich hier schon. Was ist jetzt der Mehrwert? 1000 Aufgaben, das hättest du hier drauf schreiben können, oben links. Ja, guck mal hier, 30 Minuten, dies muss viel größer. Auch geil, ab 18 hinschreiben und Frauen und Kinder hinmalen. Also, das ist ja. Sorry, aber das ist totaler, das ist doch Murks. Glas in der Mitte für den Gewinner. Ah, ist doch ein Brettspiel. Okay, ein Brettspiel mit App unterstützt. Weil das Trinkspiel mit App klingt noch ein bisschen anders. Hier den Store so klein hinmachen ist Quatsch. Das kann man, wenn dann ein Foto ganz groß und deutlich. Wer gewinnt, verliert, haben wir jetzt verstanden. Ein paar Sachen lesbar darstellen wäre super. Ich hab echt keine Lust, ey. Die Person links neben dir verabreicht dir zwei Schlücke. Wie groß die Schlücke sind, entscheidest aber nicht du. Ach du Scheiße. Hey. App. Ach so, ist es nur ein paar wenige. App. Möchtest du das gesamte Spiel drehen? Du darfst zwei Spielfiguren auf dem Spiel austauschen, nur nicht deine eigene. App-Anleitung mit QR-Code, aber App ist echt nur ein. Warte mal. App, 1, 2, 3. Okay. Ist das jetzt ein Würfelspiel? Revolutionär, das kann man auf eins machen. Das wohl beste Trinkspiel, revolutionär. Hier fehlt jeglicher Mehrwert. Das ist wichtig. Jede Runde ist anders, fünf verschiedene Minispiele, bis zu 1000 Fragen. Das gehört auf ein Bild. Ansonsten scheint das Produkt keine Mehrwerte zu erzeugen. Ja? Hier kann ein Video super wichtig sein. Ah, die Größe. Die müssen alle aus demselben Glas trinken. Okay, das ist, sorry, persönliche Meinung, das ist ekelhaft. Eklig. Hybride Trinkspiele, schreibt es auch bitte oben rein, genau. Genau, JGA und so weiter. So, da gibt es immer die Probleme mit der Werbung und so, Dyson Drink und so weiter. Zack 01, Zack 01, Spieler ab 3, Zusammenbau nötig. Nein, Karton, Gewicht braucht man nicht. Sechs Figuren, ein Würfel, ein Brettspiel. Genau, großer Banner, kleine, ja, aber. Ah, ja. Also hier nochmal groß, es ist in beiden App-Stores drin, nochmal groß, 1000 Aufgaben, 5 Spielrunden, das Ding hier eher größer machen, da gibt es schönere Konzeptionen, um das zu machen, weil jetzt nur das Ding, guck mal, ja, riesengroß. Ich glaube, den Rest habe ich schon gesagt, das mit dem Glas, finde ich, geht gar nicht, ein Glas für alle. Hier wird viel Bild gemacht mit wenig Inhalt. Das ist ein Glas in der Mitte für den Gewinner. Das könntest du alles auf eins schreiben. Und da fehlen dann einfach mal Beispielaufgaben. Und sind die 1000 Aufgaben nur in der App? Müssen sie ja, weil witzigerweise
heißt das Rundrumlaufen, ja, stimmt, Würfel war dabei, ist das Einzige, worum es geht. Und manchmal stolperst du über die App. Das heißt, per se sind alle dasselbe. Und wenn die App überspringst, hast du von den 1000 Aufgaben gar nichts. Meine persönliche Meinung. Ansonsten, Idee bestimmt super, aber hier, das muss größer, die Banner müssen größer, das muss deutlicher erkennbar sein, um was es hier geht. Und dann geht da schon einiges. Ist am Ende aber ein Thema, das muss raus auf die Bühnen der Spielemessen und so weiter. 1V89 CFL. Natürlich können die auch alles wieder in den Reverse-Feed packen, in den Umsatzanteil, in MLIs, alles rein. Ein E-Scooter mit Straßenzulassung, herausnehmbarer Akku, 20 bis 20 Kilometer Reichweite. Die Reichweite vielleicht prädestinierter machen, ne? Straßenzulassung und Reichweite. Herausnehmbarer Akku, das sind so die drei Punkte auf jeden Fall. 20 km/h vielleicht auch noch super wichtig. Ich weiß nicht, ob ich so ein, also der ist verboten, ne? Da fehlt die Lizenzierungsnummer, da fehlt die URL. Das geht gar nicht. Dann würde ich lieber Mehrwerte reinpacken. Ne? Ist so zusammenklappbar, 20 km/h, rausnehmbarer Akku. Da würde ich eher Mehrwerte Fokus setzen. Schön. Schön. Linksseitig schwer lesbar. Ne? Grau auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann es kaum lesen. Klappfunktion. Oh mein Gott, das ist doch mit eins der wichtigsten Themen. Pannenschutzflüssigkeit erklärt sich nicht selbst. Das ist ein Feature, was man heutzutage erklären muss. Herausnehmbarer Akku, mega wichtig, mega wichtig, mega wichtig, mega wichtig. Aber Klappfunktion braucht dringend ein eigenes Bild mit Abmaßen, Größen, Gewicht. Diebstahlöse mit der Öse. Das ist mega cool, weil das haben viele nicht. Aber ey, der ist einklappbar. Versteckt das nicht irgendwie? Laden in 3, 4 Stunden direkt am E-Scooter oder am herausnehmbaren Akku. Das sieht aus, als wenn die den Akku am Laptop aufladen. Macht doch sowas nicht. Titel, Text, Bezug. Wechselakku. Mit einem Wechselakku wird Ihre der Ersatzakku kann im Shop erhältlich. Ja, das kann man machen, das ist gut. Pannenschutzflüssigkeit, habe ich schon gesagt, ist ein Thema, muss man mal erklären. Okay, sehr gut. Was ist jetzt mit Einklapper? Ey, hört doch nicht auf. Ja, der Kunde hat es nicht gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommt das Video. Sage ich tausendmal, diese Bilder sieht kein Kunde mehr. Das Bild braucht kein Mensch. Und das Bild ohne Abmaße, kein Gewicht. Ich weiß nicht mehr, habe ich noch eine Trageöse? Wenn ich den hier halten will, hält das fest. Och Mensch. Da schreiben sie noch rein, geringes Gewicht. Guckt. Geringes Gewicht und dann nicht benennen. Genau, Bremse. Wie funktioniert die? Wo ist die? Helle, oh ja, Bild im Dunkeln wäre super gewesen, dass wir sehen, dass der Licht hat. Rücklicht. Ey, es fehlen hier Bilder im Dunkeln. So ein Viererbild, wie wir es gerade bei Alex seinem Thermomix-Zubehör haben. Ne? Eins Vorderlicht, Rücklicht, Bremse, Sicherheitsfunktionen, Aspekte da rein damit. Da ist das Gewicht. Endlich. Klappfunktion hier erst. Ich will nicht lesen. Nein, ich habe da keinen Bock drauf. Wenn ich das nicht in den Bildern sehe, bin ich schlicht weg. Nein, und der Kunde auch, wer jetzt sagt, naja, aber er würde es ja finden. Heute habe ich einen schlechten Tag erwischt. Also nicht wegen den Listings, sondern hier Lust und Laune und so. Ne? Mann, ey. Hier, die sind einfach nicht da, die Bullet Points. Die sind nicht da. Das Schluss, keins der Bilder ist da. Keins. Die sind einfach nicht da. Bitte, bitte macht das nicht. Wir haben sonst so viele Sessions live, wo diese Themen immer wieder angesprochen werden, immer wieder darauf eingegangen wird. Ständig. Oh Gott, bitte. Das hier ist gut. Das ist einer von den richtig coolen Bannern, ja, weil der wirklich so eine Anleitung simuliert. Ja, das ist auch richtig gut. Das auch. Oh, das ist nicht euer Ernst. Ach du nee. Also ich mache es jetzt nur noch einmal mobile an. Ich sage dazu jetzt nichts mehr. Jetzt keine Lust da irgendwie eine Schimpftriade aufzumachen. Wir zählen aus Spaß. Eins. Ich muss einmal das Blau wegmachen. So. Eins, zwei, drei. Wir lassen die Bullet Points weg, weil die meisten Kunden sehen es nicht. Vier, fünf,
Wo ist denn das Bild her? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wenn man das dazu zählt, 21. Nein. Ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Das kann jeder dann für sich selber bewerten. Ich mache bald einen Workshop im März in Erfurt. Und da machen wir einen Hands-on-Workshop. Und da ist das erste Thema tatsächlich sofort. Jeder macht jetzt sein Listing mobile auf. Ärgerlich. So, schon wieder ein Bob. Sag mal, habt ihr alle eure Listings gleichzeitig angelegt? Ey, oder ist gerade die Bob-Zeit? HSQ? HSQ N5B7. Warum ich mir die sage, ich kann mir Dinge leichter merken, wenn ich sie sage. Bioaktive Kallogenpeptide 500 Gramm größer schreiben, andere Farbfacetten finden. Das sieht aus wie Altpapier, Klopapierrolle. Groß, Marke drauf, kann man ruhig ein bisschen größer setzen, das größer schreiben. Die Icons sind null erkennbar. 500 Gramm nicht in solche Klammern schreiben, Freizeichen lassen, Peptidtyp 1, 2 und 3, perfekte Löslichkeit, schöner Titel. Ich weiß nicht, was Typ 1, 2, 3 sind. Die, die Ahnung davon haben, werden es wissen. Deswegen wird das das Wichtigste sein. Weiterhaltung. Was? Ach, sind das solche Rindfleischkollagene und so? Das ist jetzt also nicht vegan. Groß machen. Ey, diese wichtigen Sachen. Gluten, Laktose, Zucker, Löslichkeit, Gentechnik. Groß. Und ja, das ist so ein Thema, wenn das das Wichtigste ist. Aber trennt bitte Nährwertangaben und Aminosäureinhalten von Verzehrempfehlungen und macht in Verzehrempfehlungen dann bitte mit einem richtigen Bild, weil ihr habt ja diese tolle Löslichkeit. Versteckt sowas nicht, das ist für viele wirklich wichtig. Jawohl, 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 jawohl. Endlich mal einer, der nicht daneben schreit, ja, aber die anderen sind nicht so gut und die anderen. Es geht nur um dich, on point, geil gemacht. Ach nein, scheiße, ich nehme alles Gesagte zurück. Oh, warum macht man das? Beschäftigt euch bitte nur mit euch und nicht mit den anderen. Der Kunde ist bei euch. Der will wissen, was bei euch gut ist. Mit der Weidehaltung habe ich immer noch nicht gerafft. Das wusste ich schon. Weiß nicht, ob man das sagen darf. Geschmacklos. Das heißt geschmacksneutral. Geschmacklos ist ein Schimpfwort. Was jetzt mit der Weidehaltung? Ich habe keine Ahnung. Ich persönlich habe keine Ahnung. Es ist hier nirgendwo erklärt. Nicht ansatzweise. Ich muss kurz die Tür aufmachen. So, meine Kinder kommen von der Schule. Genau, jetzt wird's Gemeckere ruhiger. Für Suppenshakes, da fehlt einfach ein Bild, ein schönes Bild mit den ganzen Wassershakes, Soßen, Suppen, Smoothies, wenn man sich wohlfühlt. Und ich weiß immer noch nicht, ist es aus Rindern oder so? Hat jemand Ahnung? Es wird null erklärt. Das ist hart. Warnhinweis, da wird es nicht erklärt. Hier wird noch was erklärt. Nein, 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 nein. So, warum entwickeln wir für Mensch und Tier? Was? Okay, davon weiß ich nichts. Für Mensch und Tier. Ach so, ah, okay. Nahrungsergänzungsmittel für. Also hier fehlt der Shoplink, ne? Kollagenhülle in Premium-Qualität. Geschmacksneutral, geruchsneutral. Hier schreiben sie geschmacksneutral, ne? Es ist geschmacklos, nämlich nicht. Keine Hunde und Labor, jawohl. Sehr gut. Ah, Zielgruppe angesprochen. Hätte man vielleicht nochmal oben machen können. Hauptprotein. Aber warum Weidehaltung? Ist das jetzt, ich will nichts aus Tieren. Oder ist es Schaf, Ziege, keine Ahnung. Das kann man machen. Gute Zielgruppe. Hier ein bisschen too much, weil die sehen nicht mehr aus wie 30 und die Dame auch nicht. Okay, ah, schönes Bild. Warum ist das nicht oben? Jawohl, das. Okay, jetzt verstehe ich so langsam. Gut, gut, gut. Super. Zu viel Text. Geschmacksneutral. Genau. Warum haben die dann oben geschmacklos? Anwendung. Jawohl, super, toll. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Ja, jetzt kommt es langsam wieder. Aber das ist zu spät. Ja, ganz klar. Die Hälfte der Kunden hast du schon oben verloren. Prüfen wir mal, ob das hier stimmt. Merken wir uns mal aus Spaß oder für die faulen Leute. Ich mache mir kurz einen Screenshot, nehme den nach links und wir scrollen wieder hoch, weil wir erinnern uns ja, dass hier direkt was war. 000 Eiweiß. 9,
50 Gramm, 9 Gramm je 10 Gramm, Portionsgröße 10 Gramm kriege ich nur und 9 sind drin. So steht es da, so steht es drin. Aber ich kriege doch 500 Gramm. Also das war jetzt hier nur die Standardangabe auf 10 Gramm. Ach, Proportion, alles klar, passt, alles richtig, alles korrekt. Okay, also das ist witzig, das Listing wurde besser, je später wir runter sind. Bei den anderen war es ja so, die waren am Anfang gut und wurden dann schlechter. Bei dem Listing ist genau umgedreht. Ich habe keine Ahnung, um was es sich handelt. Ich habe keine Ahnung, was ich zu mir nehme. Ich weiß es nicht. Ich finde es auch hier nirgendwo raus, meiner Meinung nach. Ich müsste jetzt wieder anfangen mit Lesen, aber dann weiß ich immer noch nicht, was es ist und was die Weiterhaltung soll. Es ist einfach nicht da. Und ich bin jetzt neu in dem Game, ja, ich mache auch wieder Sport und so. Ich weiß jetzt nicht, woher die Kollagenpeptide kommen. Sorry. Aber ansonsten spannendes Produkt. Bitte hier nicht so oldschool Klopapierrollenformat reingehen. Nehmt die Features größer, nehmt euch da den Platz. Ich mache immer mir einen Spaß und mache da so einen Screenshot und mache alles schwarz, was unsinnige Platzverschwendung ist. Ja, und dann bleibt halt wirklich nur hier dieser mittlere Part übrig. Spannendes Produkt. Kostet doch gar nicht viel für ein halbes Kilo. Und dann hast du ja, stimmt, die Portionen fehlen. 500, ja, ich rechne mit dem Taschenrechner. 50 Portionen, das sind ja fast 2 Monate. Das steht auch nirgendwo. Aber wir empfehlen 10 bis 20, das heißt, wir haben 50 bis 25 Portionen. Also auf jeden Fall Monatsvorrat. Sollte man, entschuldige bitte, sollte man bitte mal irgendwo hinschreiben, oder? Ja, würde ich schon sagen. Das ist doch mal ein Punkt. Okay, Mensch. Spannend. So, dann machen wir weiter. Aber nein, ja, bevor wir weitermachen, ne? Ah ja, ich hab ja endlich gelernt, wie man das hier macht. So, 6 Likes haben wir erst. Mensch, da müssen mehr Likes hin. Das geht ja gar nicht hier. Ich mache jetzt so lange Pause, bis da mindestens 10 Likes da sind. JFZ 763 763 K. So, da haben wir schon den nächsten. Schuhe, nee, keine Schuhe. Geil, nice. Oh, das erkläre ich euch gleich. Erstmal gucke ich, ob wir die 10 Likes geschafft haben. So, 8, 8, 9. Ja, kommt bitte. Kommt schon. Einer geht noch, einer geht noch rein. Kommt. Ein Like holen wir noch. Komm, ich bin gerade wirklich auf YouTube. Ich bin gerade nicht beim Schuhfrischer. Ich bin jetzt wirklich hier auf YouTube. Ja, danke schön. Man braucht die Likes nicht für den Algorithmus, nur ist es halt schön. Ne? Man fühlt sich besser. Ego streicheln. Kanal abonnieren natürlich. Und zwar, ich spiele ja selber Fußball. Die Jungs spielen Fußball. Ich gehe ins Fitti und überhaupt Schuhe beim Laufen. Und ja, Schuhe stinken nun mal irgendwann wegen Socken und so. Wir haben Schuhspray. Aber ich sehe gerade den Preis. Scheiße, ich bleibe beim Schuhspray. 125 Schuhtrockner, Elektrostiefeltrockner, Skischuhtrockner. Ah ja, wenn sie einfach nur nass sind, wenn man Kids hat, ah super. Das macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ah doch, dann macht es Sinn, wenn das Ding wirklich Ozon benutzt, weil dann Ozon tötet ja Bakterien. Okay, wir haben es erstmal soweit kapiert und versuchen jetzt zu verstehen, nur anhand der Bilder, was Sache ist. Englisch. Okay, I try my best. No more smelly, also Gestank geht weg. Nie wieder nasse Schuhe anziehen. Easy to use and fast. Starts and stop automatically. Einfach zu benutzen und geht schnell. Startet und stoppt automatisch. Wo ist die Zeit? Eigentlich müsst ihr dort stehen, einfach draufstecken und nach 30 Minuten fertig. Various applications, more than a shoe freshener. Also verschiedene Anwendungen. Irgendwie kann der noch mehr. Sie schreiben nur nicht in was. Hygienically clean, recommended by pedicurists. Achso, wahrscheinlich empfohlen von Fußpflegern und Pflegerinnen. Gibt mir immer noch keine Mehrwerte. Jetzt werden wir verarscht. Okay, selbes Bild. 25 Minuten. Ich würde das in den Titel schreiben. Trockene, frische Schuhe in 25 Minuten. Das ist das Thema. Ja, jawohl. Und, oh, jawohl. Geil. Geil. Megaprodukt.
Aber bitte das Bild als erstes, das muss schon in den Titel 25 Minuten trockene und frische Schuhe. Mega! Mega! Starts completely automatically as soon as you put your shoes on the shoe fresh. Nice. Tackles Bacteria, gegen Bakterien und Pilze. Super, weil Schweißpilze, Fußpilzprobleme und so weiter. Program, Automatic Programs im Self-Adjustable. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es Temperatur ist, aber du kannst auch selber noch nachstellen. Auch für Socken? Nee, Stiefel. Socken wäre okay. More than one Shoe Freshener, Refresh Shoes, Boots, Shin Guards. Shin Guards? Handschuhe? Schienbeinschoner? Stiefel? Weil hier sind auf jeden Fall Gloves drauf und Boxhandschuhe. Nice. Hier kommt. Es geht doch. Keine nassen und stinkenden Schuhe mehr im Ja, Haus klar. mit dem Okay. Schuhfresh Also, Schuherfrischer. englisches Listing. Englisch des Todes, aber ein deutsches Video. Und ja, hier sieht man die Bilder, das aber nur in der In Kantine nur fresh. 25 Minuten sind Ihre Schuhe hygienisch, frisch und Das ist trocken. der Hauptkaufpunkt, das gehört dazu. Das Programm startet automatisch, sobald Sie Ihre Schuhe auf den Schuhfresh stellen. Zuerst werden Ihre Schuhe in 5 Minuten mit Aktivsauerstoff gereinigt. Damit werden Pilze und Bakterien bekämpft, die nicht nur Geruch, sondern auch Fußpilz und Kalknägel verursachen können. Dann trocknet der Schuhfresh Ihre Schuhe mit warmer Luft von innen aus. In 20 Minuten sind Schweiß und Feuchtigkeit vollständig verschwunden. Sie können die Trocknungstemperatur, die Reinigungszeit und die Trocknungszeit ganz nach Ihren Wünschen einstellen. Verwenden Sie eine Trocknungstemperatur von 60 Grad für Sportschuhe, Turnschuhe und andere synthetische Materialien. Für Leder und Helme empfehlen wir 40 Grad. Überzeugen Sie sich selbst. Auch für Lederschuhe geeignet. Sneaker, Lederschuhe. Ich hoffe, das fehlt komplett in den Bildern. So ein geiles Produkt. Und probieren Sie den Schuhfresh Schuherfrischer jetzt 30 Tage lang. Nicht zufrieden? Geld zurück. Oh, geil. Wo sind die Bullet Points? Oh mein Gott. Die haben keine Bullet Points geschrieben. Was für ein geiles Produkt. Und dann wird es so. Hier, das meine ich mit Viererbild, ne? Das ist cool gemacht. Oh Mann. Okay. Oh, jawohl, das A-Plus Premium. Jawohl, hier geht's ab. Hier können Sie dabei sein, hier können Sie zusehen. Die Links erkennt man nicht, das muss man gegebenenfalls nochmal nacharbeiten. Jawohl. Oh krass, die sind richtig unterwegs. Nice, hier A-Plus Premium, genau. Warme Luft, Aktivsauerstoff. Nochmal ein Video. Ich weiß, es sind mir zu viele. Ja, Chin. Ah, wusste ich es doch. Schienbeinschoner, sage ich doch. Jawohl. Wow. Schön. Wieder so ein Listing, was immer besser wird, je später man da ist. Aber wenn du den Kunden halt hier schon komplett lost, komplett verlierst, ne? 25 Minuten frische Schuhe, trockene Schuhe. Geil. Und dann ist der. Ach, Mensch. Das ist so ein Thema, wow, Respekt fürs Produkt, kein Respekt für den oberen Bereich, ist auch nur Launchpad gelistet, ne? Da muss man mal bitte raus, Launchpad-Vertrag kündigen, 5% sparen und. Und dann das Normal bitte listen in die normalen Kategorien. Wow, Power, Power! Ja, Jeremy Fragrance bin ich aktuell viel unterwegs, der Typ ist einfach geil. Das Ding ist stark. Das ist stark. Oh, das sollte man nicht mal machen lassen, an Schuhen schnüffeln lassen. Ich muss Jeremy schreiben. Ja, ich nerv die immer über TikTok. Geil. Schönes Listing. So viel Potenzial. Sohn 2 ist dann auch da. Mika ist gerade mit dem Hund. Bitte Zettel lesen. So, B08CL2. Hast du schon von außen gelesen, den Zettel? Du darfst ruhig was sagen. Ja. Danke. Müsst ihr dann wirklich bitte machen. So, next one. Wir haben schon wieder Abakus. Ach süß. Ich bin da. Oh, fein. So ein Steckstorch. So einen hatten wir auch. Wir haben den auch noch irgendwo auf dem Dachboden. Was ist die erste Frage, die wir alle haben? Ich will euch jetzt nicht zu Kommentaren animieren, aber was ist die erste Frage, die wir doch alle haben? Also jeder, der schon mal Kinder hatte oder hat, der weiß es wahrscheinlich sofort, worum es geht. Die eine einzige Frage ist: Kartuschen? Ach so, wird der Sauerstoff von Ozongerät produziert oder benötigt er Kartuschen? Ja, sind Kartuschen drin. Genau. Die muss man nachkaufen. Gut, gute Frage, danke, danke, guter Hinweis.
Ist das Papier oder Holz? Und es steht hier nirgendwo. Hier steht Storch inklusive Karte. Die Karte ist hier, aber ist das Holz oder nicht? Und wie hoch ist er? Ist er vom Stiel so hoch oder ist er so hoch? Hier fehlt ein Zentimeter daneben und Holz. Und für den Preis ist es hoffentlich Holz. Und der sieht auch noch so süß aus. Wo ist das Mädel dazu? Dringend die Variante lösen und zwar sofort. Du versteckst das komplette Listing. Das geht doch heutzutage nicht mehr. Ihr könnt doch nicht das Listing verstecken. Die Leute suchen doch nach Junge oder Mädel. Die suchen doch explizit danach. Ja, das darf man heutzutage doch nicht mehr machen. Bei so geschlechterspezifischen Dingen da sowas rausgeben. Wer mir jetzt nicht glaubt, so, Tool geöffnet. So. Immer nur eins. Ja, hier sind mal zwei. Das ist einfach eine Datenüberlagerung. Geburt. Einer ist nur da. Einer ist immer nur da. Ist immer nur einer in der Visibilität. Macht das nicht. Ne? Baby. Baby. Geburt Kind. Geburt Baby. Die sind sehr, sehr, sehr spezifisch. Da muss immer das Richtige ranken. Da müsst ihr echt aufpassen. Ne? Hier rankt nur der Junge. Storch Geburt für draußen. Wegen Holz für draußen und so weiter. Und der hat ein Mädchen. Und der wird das nicht finden. Das ist Hölle. Ich gucke es mir gerade nochmal an. Ich zeige es euch sonst auch gleich nochmal. Ja, der Junge ist die Ad und der Junge ist das Organische und der Junge ist das Hochbewertete. Es fehlt das Mädchen komplett. Ihr macht euch das so viel Visibilität kaputt, wenn ihr so eine Variante benutzt. Macht ihr so viel kaputt. Das ist richtig ärgerlich. So ein cooles Produkt. So, gehen wir wieder rein. Ich hoffe, jeder hat das gerade verstanden. Damit macht man sich wirklich seine Visibilität kaputt. Ich will wissen, ob es Holz ist. Viel zu klein geschrieben. Ja, mit Kuvert ist okay. Erkennt man nicht, weil es fehlt ein Hintergrund. Und was ist das? Kabelbinder? Wofür? Klebesockel? Wo ist der Sockel? Ich sehe die Bodenplatte nicht. Hier steht mit Klebesockel, hier ist aber keiner. Und wie kommt das da rein? Montageanleitung, naja, ich hoffe einfach reinstecken. Wunderbar. Höhere, ja. In dem Fall bin ich voll dabei, da kann man das mal machen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, hier reicht der Kuvert. Mach das dann nicht hier, mach ein eigenes Bild. Ja, das Bild hat zu wenig Mehrwert. Holz, das muss irgendwo prägnant drauf. Kein Schrauben, reinstecken, aber wo ist die Bodenplatte. Ach du Gott, das ist nur so ein ganz schmal, das ist kein Holz. Oder so nur ein Schmalbrett. Ah, okay. Und die muss ich auch noch selber dran kleben oder was? Die liegen hier einzeln. Okay, verstanden. Mit Stock aus Holz, ich Idiot. Ja, mein Fehler, entschuldigt bitte. Stock aus Holz. Der Stock ist aus Echtholz. Das Ding ist aus Plaste. Ich hoffe, es ist für draußen. Wir haben ja gesehen, das wird sogar gesucht explizit für draußen. Mach das hier nicht. Mach das nicht. UTF-8 Textmodifier. Ne? A, es geht mit L, Ü, Umlauten und so weiter nicht. B, es kann richtig Probleme machen. Wird zu chinesisch bei Ad-Vorschauen und all sowas. Mach das bitte nicht. Viel wichtiger ist aus, was ist das Ding jetzt? UV-beständig, bei Regen, wetterfest, alles klar. Wie dick ist es von der Seite? Ist es auch windstabil oder zerbricht das direkt? Schön gemacht. Wunderbar. Kann man mit arbeiten. Bilder, auf jeden Fall noch einiges zu optimieren. Ach, das ist eine uralte Brand-Story. Bitte mach die weg. Es gibt seit über einem halben Jahr eine wunderschöne neue Brand-Story. Bitte mach das weg, löscht die und ladet noch eine neue hoch. Jawohl, guck. Enhanced Brand. Okay, es war mega geiler Enhanced Brand Content. Wenn die Tür wieder zumachen hinter dir, ne? Super geil und dann kommt das. Warum? Ich weiß nicht. Bitte macht das nicht. Wir gucken es uns einmal nochmal an, damit ihr wisst, wovon ich rede. Super schön. Hier, wie gesagt, die Bildstruktur ist super, aber Texte nicht lesbar so richtig gut und dann kommen die wichtigen Sachen einfach zu spät.
meiner Meinung nach, je schneller man das den Leuten klar macht, desto weniger Retouren hast du, desto klarer ist denen, was sie am Ende bekommen. Das ist ein neues Feature, wer das nicht kennt, Kundengalerie, Bild 8 wird jetzt immer direkt dahin verleitet. Das sieht aus wie bei uns in der Nachbarschaft, ey. Das ist ja geil. Oh, wie groß der aussieht. Richtig schick. Das ist richtig schick. Richtig schick. Jetzt müssen wir hier nur einmal wieder rauskommen aus der Kundengalerie. Ich glaube, ich muss zurückdrücken. So. Tatsache. Also ein neues Feature, nicht wundern, haben wir schon gescreenshottet vor zwei Tagen. Trennt unbedingt die Variante auf. Jetzt versuchen wir mal wahrzunehmen, ne? Zu kleine Texte haben wir schon gesagt, aber auch hier, dass man hier nichts erkennt, bitte die neue Brand Story. Jawohl, guck mal. Schön. Bam, 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 bam. Mega. Das Einzige, was wir immer noch nicht gefunden haben, sind die Sockelplatten. Und dieser Text muss weg. Dieser Text muss weg, bitte. Das hier gehört in eure Brand Story. Ach, hier sind die Bullet Points sogar unten drunter. Schönes Beispiel. Wir hatten das ja schon mal angesprochen, dass Bullet Points immer unsichtbarer werden auf Amazon. Und hier sind sie sogar so spät. Ja, das heißt, kein Kunde kriegt die überhaupt noch mit. Okay, zurück zum Sockel. Das will ich jetzt noch wissen. Morgen. Klebesockel, die meinen die kleinen Pupsis. Okay, na gut, also kein Ständer, Ständersockel oder so. Mega coole Geschichte. Damit kannst du viel machen, aber bitte trennen auf jeden Fall. Wetterfest, ich habe es nicht gesehen, entschuldige, ich reite die ganze Zeit drauf rum, Wetterfest, dabei ist es da. Was ihr hier aber auch seht, ist, das Wort Baby fehlt im Titel. Und obwohl wir in dieser Parent verschiedene setzen können, ja, ihr seht, hier ist der Bindestrich beim XL weg und hier steht ja dann Geburt und Zwillingsgeburt. Wer wird denn geboren? Junge, Mädchen, Baby, Kind, Kinder. Das muss da rein. Ey, das SEO, das kannst du nicht wegschmeißen. Das Wort Kind kommt nicht vor im Listing. Aber es ist doch eine Babygeburt mit Babymotiv. Wo ist das Wort Baby? Ist nicht da. Oh mein Gott. Hier ist ja richtig Power drin in dem Listing. Also das Ding könnt ihr doch richtig durch die Decke optimieren. Wahnsinn. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und an dem Sales-Share, klar, so junge Mädchen verteilt, aber selbst den kann man noch komplett mehr durch die Decke heben, durch die organische Visibilität bei einer Variantentrennung. Wow. Also Respekt fürs Produkt, cool, aber da geht noch was. Sehr schön. So, B07, ich gebe die Asin ein, ihr lasst ein Like da. Ist immer der gute Kompromiss, ne? 96Q und dann geht es weiter. Wo sind wir jetzt? Ach du Gott, was ist das denn? Ich kenne die vom Fußballhandschuhen. Sea Salt Spray, Hair, Salzspray für Haare, Salzwasserspray für Haare. Ihr wisst sofort, was fehlt? Volumen. Warum? Hier unten steht es. Warum macht man das nicht riesengroß drauf und schreibt das auch noch größer und die Marke? Warum nicht? Warum nicht? Warum ist gar nicht im Titel drin? Mattes Haarspray, Männer, Volumenspray. Volumenspray ist wichtig, sollte man vielleicht vorschreiben. Also Salzspray, Volumenspray und wie viel? Und dass es für Männer ist. Warum, weiß ich nicht. Aber das ist mir zu sehr Ansammlung von willkürlichen SEO-Themen. Bitte macht das kundenfreundlich. Jawohl. Schön, das kann man viel größer schreiben, bitte. Ansonsten ist dieses Bild nämlich Mehrwert null. Ne, wir sehen nochmal dasselbe, was wir schon gesehen haben. Und hier unten, und der Rest ist quasi null. Natürlich und vegane Zutaten hergestellt in Deutschland. Salz in Deutschland hergestellt. Achso, nicht der Salz. Volumen, Pflege und Volumen für Haare. Ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, wie viel ich kriege. Jawohl, 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 jawohl. Das Ding brauchen wir. Das Zufriedenheitsgarantie nicht, aber das brauchen wir. Viel größer, viel mehr knalliger. Mobile erkennst du gar nichts. Originalpomade. Halt. Sea Salt Spray. Ist also ein sehr leichtes, so ein unterstützendes Thema. Größer, größer, größer. Bitte. Oh, dafür zahlt man Geld. Dann benutzt man den doch bitte am Anfang. Für den Peter bezahlst du Kohle. Für die richtigen Veganen auch. Was denn jetzt? Ja, danke. Aber wie viel kriege ich jetzt? Man erkennt es nicht. Man erkennt es nicht. Ist das eine 800? Eine 200? Eine 300? Ich kaufe nicht, wenn ich nicht weiß, wie viel ich bekomme.
Jetzt sagt nicht, es steht im Variantennamen. Das interessiert mich nicht, den sehe ich nicht im ersten Moment. Silikon, Sulfat, Paraben, Alkohol. Oh, das muss da irgendwo rein. Marke Charlemagne. Ja, okay. Apropos Marke, wir müssen gleich nochmal auf die ersten Listings zurück. Das ist kein Bullet Point. Das ist ein Feature, was Amazon anbietet. Nicht ihr. Weg, bitte. Sinnvoll. Auch die Bullet Points, die sind ja urig zu lang. Ne? Normalerweise so zweizeilig maximal. Er hat jetzt nichts mit dem SEO- und Visibilitätsthema zu tun, sondern nein, ich will es nicht lesen. Wenn es Absicht ist und hier richtig viel Füllmaterial ist, Mann, Männer, Haarstyling, Haare, Disco, Party und alles Mögliche und das wirklich nur ein SEO-Füllmaterial ist, bin ich dabei. Aber ansonsten bitte nicht machen, auch hier die grünen Emojis und so braucht kein Mensch. Jawohl, die hier noch tauschen links und rechts. Sauber, neue Brand Story. Yes, groß. Yeah, Video, A plus Premium. Jawohl, 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 jawohl. Ja, oh geil. Ja, diese neuen Vergleichsthemen sind super geil. Kannst hier so durchswitchen und hast hier immer die ändernden Vergleichsmaterialien. Ne? Das ist stark. Geil. Jawohl. Oh, ja, aber dann schreibt doch bitte Frauen und Männer in den Titel oder Damen und Herren und dann Frauen und Männer irgendwo anders hin. Also SEO-technisch vergesst da bitte auch nicht Teenager, Jugendliche, Jungs, Jungen, Mädchen, das ganze Thema dann abzubilden. Das ist, glaube ich, ein cooles Produkt. Die Idee ist gut, aber viele, viele Fehler drin, viele Mängel, die einfach nicht sein müssen. Ja, die müssen einfach nicht sein. So, und weil mir das mit dem Shop gerade noch einfällt, wie hieß der denn? Alfred Schraubendreher. Natürlich hieß er nicht Alfred Schraubendreher, aber die Marke hieß doch irgendwie so. Ah, wartet, ich bin gut vorbereitet. So, ich habe sie. Passt auf. Das glaubt mir nämlich kein Mensch. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Klickt bitte auf euren Listings regelmäßig auf alles drauf. Auf alles meine ich alles. Afeld, sorry, nicht Alfred. Pass mal auf. Nicht verlinkter Markenshop. Horror oder kein angelegt. Kein Markenshop zu haben, geht nicht. Wettbewerbermarkenwerbung, ne? Hier leitet nur zu Afeld Elektro. Das geht nicht. Ihr müsst einen Brandstore hinterlegen. Unbedingt. Unbedingt Brandstore machen. So, weg vom Friseur hin zu B0 9S6 9S6 PG PG SM6. Jawohl. Anja, Gorilla. Ach nee, ist was anderes. Beastet. Schön, wenn man nicht erkennen kann, was es ist. Soll wahrscheinlich die vegane Blume sein. Schön, wenn man nicht erkennt, wie viel man bekommt. Dreier Bundle Classic, Game Booster für Konzentration. Game Booster? Gamer Booster oder Game Booster für Gamer. Schreibt doch bitte hin für Gamer. Monatsvorrat, weil drei Stück Gaming Booster. Ah ja, dann schreibt doch das bitte vorne hin. Also für Gamer oder so. Insane Focus, Chill and Sleep. Chill and Sleep oder Insane? Oder sind das, ach so, hier, es ist Chill and Sleep Game und Insane. Ach so, oh mein Gott. Das sind die drei. Dreier Bundle. Gaming Booster, Insane Focus, Chill and Sleep. Das sollte man deutlicher schreiben. Natürliches Koffein aus Guarana ohne Zucker. Das ist vielleicht so wichtig, dass es eher hier oben hinkommt. Normalerweise brauchst du in dem Bereich einfach mit einem Streamer eine Kooperation und fertig. Wo sprüht man das hin? Auf die Zunge? Wo sprüht man das hin? In das Ohr, auf die Zunge, auf den Brustbereich? Jetzt erst. 11 Sprühstöße in den Mund. Anmischen, genau, ist nicht nötig. Sprühkorb, super, alles gut. Beastet wird von Gamern für Gamer entwickelt, super. Mir fehlt hier ganz klar ein Bild mit den drei unterschiedlichen Themenbereichen. Boosten, fokussieren und entspannen, weil das sind ja, das sieht aus, als wenn der das macht, aber es sind drei verschiedene. Da muss man nochmal aufpassen. Ansonsten, das ist ein reines externes Traffic-Produkt. Ja, keiner gibt jetzt einen hier Gaming-Booster oder sowas. Ja, pass auf, bevor er jetzt wieder was sagt. Gaming.
Booster. Ja, es wird eingegeben, die Verrückten suchen es. Das sind dann hier, genau. Holly hat ja mega krasse Werbung mit dem einen von TV Shopping früher. Das sind ja die hier Level Up und wie sie alle heißen. Ja, da wirst du mit deinem Sprühpüps kaum eine Relevanz erzeugen. Das ist einfach so, das sind die ganz dicken. Da brauchst du intern Traffic, extern Traffic, TikToker-Kooperation, die sich das schnell reinsprühen da und dann läuft einiges. Das braucht kein Mensch. Das ist Mehrwertverschwendung. Ja, wir brauchen das. Natürlich, wir brauchen sie grundsätzlich nicht. Sie sind kurz und prägnant. Sind alle dreimal dargestellt. Genau, Geschmacksrichtung Zitrone, meinst du Limette und Vanille. Genau, das ist somit das Wichtigste. Da brauchen wir auch ein Bild zu. Minze, Vanille, Limette, wo der einer fehlt. Zitrone, Minze, Limette, das muss auf die Bilder besser drauf. Das muss da mehr drauf. Guck mal, wie lange ich gebraucht habe zu verstehen, dass der scheinbar boostet, fein nach oben, dass der zum Sleep ist und dass der zum Fokus ist. Jetzt macht das alles ein bisschen Sinn. Kannst du auch nicht erwarten, dass die Leute das wissen. Deutschland, koffeiniert, genau, flüssig, klar. Jawohl, ne? Ich weiß nicht, ob es da nicht eine bessere Kategorie für gibt. Wir können gleich mal gucken, wo die anderen sind. Hey, das ist auch eine Oberkategorie. Das ist nicht die Kategorie. Der ist nicht richtig kategorisiert. Der muss in eine von denen rein. Das Produkt ist falsch kategorisiert. Der Kategoriepfad ist falsch hinterlegt. Entweder bei einem oder allen drei Produkten. Ganz wichtig. Falsch kategorisiertes Produkt. Und gar nicht. Ja, dringend rangehen. Dringend rangehen. Das wird die Auffindbarkeit sofort nach oben pushen. Hier ist falsch hinterlegt. Product Type direkt noch checken und dann richtig hinterlegen. Jawohl. Yes, yes, yes. Warum ist das nicht oben? Warum ist das nicht schon oben? Warum muss ich es mir hier ausdenken? Ja, wir könnten jetzt sagen, okay, wenn man jetzt in Ruhe das Bild wahrnimmt, aber das Bild hier unten erklärt es doch 10-mal besser. Pum, pum, pum. Pam, pam, pam. Erweckt den Gamer in dir. Yes, nice. Geiler Slogan. Das muss nach oben. Das muss am Ende auf jedes Bild als Banner. Jawohl. Das ist mal dasselbe wie oben. Ist okay, sowas zu wiederholen. Jawohl, wichtig. Alles gut. Ja, geil. Das ist lustig. Kann man machen. Und ja, Upsell und Zusell. Genau. Sehr gut. Uff, mit Pfeffer seid ihr lebensmüde. Das stand da aber nicht, dass da Pfeffer drin ist. Da stand doch, ne, 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 da stand Zitrone. Wait a second. Nein, das ist falsch. Das ist nicht Guave mit Pfeffer. Gaming Boost hat Zitrone. Zitrone. Ey, wenn ich das, ich würde mich so aufregen, wenn ich mir plötzlich Pfeffer rein sprühe, weil ich hasse Pfeffer. Da ist was falsch. Okay, also guckt mal nach, dass ihr das noch ändert oder wo der Fehler herkommt. Das hier ist Zitrone und nicht Pfeffer. Oder es ist Pfeffer, dann nicht Zitrone. Bitte aufpassen. Sonst cooles Produkt, hat auch viel Potenzial, falsche Kategorie hinterlegt, etc. Haben wir ja gerade über alles gesprochen. So, weiter geht's. QXTL. Waren wir da nicht gerade? QXTL 96 Q. Da waren wir doch gerade. Habe ich doch gerade eben eingegeben. Ja, nein, das war das Spray. So, ich hoffe, wir vergessen jetzt nichts. So, dank dir. Richtig geil, mein Listing auseinandergenommen. Nein, sorry, darum geht es nicht. Aber ich glaube, ihr wisst ja alle, wie es gemeint ist. Ne? Es ist gut gemeint. Ich kaufe ja auch viel auf Amazon. Ne? Ich bin viel unterwegs. Und das sind halt Sachen, die einem auffallen, wo man sich so denkt, warum guckt sich das keiner mal in der Firma an, aus der normalen Kundenbrille, ja? Und das ist ja nicht schwer. Und das dann nochmal objektiver zu betrachten, nochmal einfacher reinzugehen. Wenn ich jetzt irgendeine Asen vergessen habe, ne, schreibt es bitte direkt rein. Hier so nach dem du. Ansonsten kann es sein, dass ich jetzt gerade irgendwie einen Sprung übersprungen habe. Bin ich ganz sicher. Schreibt das rein. Ja, 1,5 Stunden ordentlich durchgezogen. Spannend gewesen. Ne? Einige Listings am Anfang gut, am Ende schlecht. Andere Listings so am Anfang so meh und dann am Ende gut, wo der Kunde aber überhaupt nicht mehr dran ist. Könnt ihr vergessen, dass einer 20 Mal scrollt, bis er sich zufrieden fühlt. Und ja, ein normaler Kunde würde jetzt gar nicht rausfinden, Zitrone, Pfeffer, dass da Unterschiede ist. Natürlich gehe ich von dem Level ran.
Aber diese Kleinigkeiten, die sind es manchmal, die einen verkraulen können oder einen Kunden bringen können. Variantensplit bei dem Storch, meiner Meinung nach, ganz wichtiges Thema. Category-Check, ja, Listing nochmal angucken aus der mobilen Sicht. Titel in der Ansicht, Voransicht angucken. Denkt an die Zange am Anfang. Wir haben einfach nur das Listing genommen, in unseren Listing-Builder gelegt, das Haupt-Keyword, Ader Endhülsen, gesucht, alle Keywords dazu genommen und wir haben zig neue Worte gefunden, die wir jetzt nicht drin hatten. Klar, ich weiß, die Backend-Keywords hatten jetzt in dem Fall noch gefehlt zum direkten Bezug, aber ich glaube nicht, dass das alles in den Backend-Keywords drin ist. So schnell und einfach kann man arbeiten, ja. Und wenn wir das runterbrechen bei 90 Minuten, 10 Asins, 9 Minuten pro Asin, jetzt müsst ihr es natürlich umsetzen. Die Umsetzung dauert Bildanpassung. Okay, musst du gucken. Ne? Grafiker setzen, rücken, hochladen. Produktdatenpflege ist kein Low-Brainer, das ist ein No-Brainer. Daten runterladen, ausfüllen, hochladen. Wer will, zwischendurch bei MLIs reinladen, dann noch den Content direkt glatt ziehen und dann hochladen. Da darf es keine Ausreden geben. Es darf auch keine Ausreden geben für uralten EBC mit riesen Textblöcken. Es darf keine Ausreden geben für eine Brand-Story, die von Anno Domini ist. Es gibt nun mal eine neue, dann nutzt die. Und es gibt A-Plus Premium mittlerweile, wenn du überall eine Brand-Story hast und 15 Freigaben für EBC in den letzten 12 Monaten. Nicht 15 verschiedene Produkte, sondern bei einem Produkt kannst du auch 15 Mal auf die Freigabe klicken und immer eine kleine Änderung machen. Kriegst auch A-Plus Premium. Ihr habt ein paar Listings gesehen. Das ist cool. Damit kann man einiges machen. Ja, und wenn jetzt keiner mehr will, dann würde ich sagen, haut ein Däumchen rein. Das war eine coole Session. Ja, ich war ein bisschen garstig oder vielleicht überspitzt und übertrieben. Aber komm, das gehört natürlich auch ein bisschen dazu. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ja, einige werden Karneval feiern, jeder wie er da mag. Wir werden die nächste Session dann wieder haben, im März auf jeden Fall Asin-Analyse wieder. Und ich würde mal sagen, nächste Woche machen wir Brand Store, Amazon Brand Store Live Session am Dienstag. Und da werden wir wieder ein paar Insights raushauen. Ansonsten, ja, habt Spaß, habt einen schönen Tag, lasst ein Däumchen da. Und wenn ihr jetzt nichts mehr einreicht, dann sind wir durch. 1,5 Stunden. Gute Session. Vielen, vielen Dank für eure Asins. Ne, ihr gebt ja uns die Möglichkeit, dadurch Content zu produzieren für euch alle. Super Geschichte. Und mein Favorite, glaube ich, war der Schuhtrockner. Das fand ich spannend. Viel Potenzial auf der einen Seite. Aber krasses Produkt, weil gutes Video. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Wir verkaufen einen Schraubendreher. Baumarktbereich. Wir würden nie in der Welt in den Nischen Produktsegmentbereich reingehen wie in den Schuhtrockner und daraus einen Benefit ziehen oder so. Würden wir nicht. Aber so können wir es machen und das finde ich immer cool an den Sessions, weil wir echt viele Branchen, viele Bereiche haben und dann wirklich voneinander lernen können und das geht nur durch eure Teilnahme. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für eure Unterstützung und das Mitmachen. Keke, ja, man sieht dich tanzen. Habt ihr gesehen, hier hinten hinterm Kaimon? Das kleine Blauauge. Ne? Der war frech. Nein, natürlich nicht. Man schlägt niemanden. Man macht sich nicht die Hände schmutzig, man tritt. Spaß, böser Witz. Okay, Jungs, Mädels, alle da draußen. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns bei den nächsten Live-Sessions. Und danke für eure Zeit. Tschüss.